Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Für heute habe ich ein Salatdressing vorbereitet. Fruchtig, lecker und blitzschnell. Zutatenliste: eine halbe gereifte Mango, Salz und Pfeffer, schwarz und rot, ein paar Blätter Koriander oder Petersilie, zwei Knoblauchzehen und eine Frühlingszwiebel, eine halbe Zitrone, den Saft davon und zwei Löffel Honig. Alle Zutaten eine nach der anderen in einen Handblender geben und sie fein pürieren. Das Rezept ist nicht in Stein gemeißelt. Ihr könnt die Zutaten und die Gewürze so viel variieren, wie es euch schmeckt. Falls die Mango euch nicht schmeckt, ihr könnt einfach Aprikosen oder Pfirsiche oder Avocado benutzen. Das Grundrezept für jede Vinaigrette besteht aus drei Teilen Öl und aus einem Teil Säure. Die Säure kann je nach Gusto entweder Essig oder Zitronensaft oder Limettensaft sein. Wir transferieren nun die Mischung in ein Glas und komplettieren die Vinaigrette mit einem neutralen pflanzlichen Öl. Dabei beachten wir die bereits erwähnte 3:1 Regel. Das Glas muss hermetisch geschlossen sein, danach kann die Flüssigkeit darin energisch geschüttelt werden, bis dieser homogen wird. Das war alles. Eins der besten Salatdressings, die ich je gegessen habe. Das ist so vielfältig und komplex, dass man es einfach mit Blattsalat essen kann und ist man gesättigt. Vielen Dank fürs Zuschauen und gutes Gelingen! Tschüss.